Willkommen bei Schreibart Online. Mein heutiger Gast ist Karin Peschka. Es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Vielen Dank für die Einladung. Schreibart ist ein Programm des Außenministeriums, in dem es ja darum geht, dass österreichische Autorinnen und Autoren einem internationalen Publikum vorgestellt werden. Diese Vorstellung erfolgt normalerweise im Zug von Reisen, von Auftritten in fremden Städten, in Kulturforen und so weiter. Das sind alles Dinge, die jetzt im Moment gar nicht möglich sind. In Ihren Büchern spielt Reisen eine große Rolle, vor allem im letzten Buch, in Putzt euch, tanzt, lacht, ist dieses Reisen geradezu ein Ausdruck der Befreiung der Protagonistin. Wie schaut das bei Ihnen aus? Welche Rolle hat das Reisen für Sie und inwieweit fehlt es Ihnen jetzt in dieser Situation? Es fehlt mir sehr. Jetzt nicht, weil ich spontan wohin fahren möchte, sondern die Dinge, die abgesagt wurden oder verschoben wurden, vielleicht, wenn ich Glück habe. Ich meine, Leipzig ist abgesagt, das wurde nicht verschoben, aber ich wäre auch nach Oslo zu einer Lesung eingeladen gewesen jetzt. Da schauen wir, ob es einen neuen Termin gibt. Und für mich hat das richtige Reisen tatsächlich erst mit meiner Arbeit als Autorin begonnen. Davor bin ich nicht sehr viel gereist. Aber jetzt bringt mich die Literatur an ganz unglaubliche Orte. Ich war auch schon in Teheran, ja, eingeladen. Und das empfinde ich als großes Glück. Insofern fehlt es mir sehr und ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert. Ihr Schreiben hat ja auch viel mit Reisen zu tun. Sie haben immer wieder betont, dass Sie manchmal eine Idee haben und von dieser Idee ausgehend dann einfach weiterschreiben und schauen, was passiert. Das suggeriert jetzt, dass das so ein bisschen Reisen im Kopf ist, dieses Schreiben. Kann man das so sehen? Ja, unbedingt. Da rührt viel aus der Kindheit her, glaube ich. Als Wirtsfamilie waren wir nicht in der Lage, viel zu verreisen. Es ist ein Familienbetrieb, es gab zwar schon, ich weiß noch, Urlaub am Meer, in Südtirol waren wir auch, aber da war ich sehr klein noch. Und dann war es halt der Attersee mit Tagesausflügen von Eferding aus. Richtig gereist bin ich als Kind, als Jugendliche, als junge Frau wenig. Und wenn, dann halt im Kopf, da war ich dann schon sehr früh viel unterwegs. Wenn man dieses Reisen im Kopf jetzt auf Schreiben umlegt und zu diesem, ja, drauf losschreiben, es klingt jetzt blöd, aber so in etwa, wenn man das so versteht, dann entsprechen manche Ihrer Bücher dem überhaupt nicht, zumindest aus meiner Sicht als Leser. Der letzte Roman, Autolyse Wien, war ein Buch, das ein sehr genaues Bild einer Stadt abgibt, mit unglaublich vielen Facetten, der sehr genau komponiert ist. Ist der auch so entstanden oder haben Sie verschiedene Stoffe, denen Sie sich auf verschiedene Arten annähern? Sagen wir so, ich versuche, mich auf verschiedene Arten anzunähern. Im Endeffekt übernimmt aber dann schon auch die Geschichte irgendwie die Regie. Es klingt auch ein bisschen eigenartig, wenn man es so sagt, aber so empfinde ich es halt. Auch bei Autolyse Wien war es so, dass die Idee für dieses Buch, es ist ja ein Erzählband, eher als ein Roman, aber angeblich kann man ihn auch so lesen, habe ich schon gehört, dass die Idee so stark war, dass es meinen Blick dorthin gezwungen hat irgendwie. Und dann schreibe ich dem halt nach. Ja. Dann kommt, während ich an einem Teil geschrieben habe, schon die Idee, da musst du aber dann auch hinschauen, damit es eine Art Komplettheit bekommt, die ja eh kein Text irgendwie erfüllen kann. Was Ihre Bücher miteinander verbindet, ist, dass die Figuren, um die es geht, oft in Ausnahmesituationen stehen. Das ist in der Autolyse Wien oder auch im Watschenmann in Ihrem ersten Buch eine Katastrophe und das Leben nach dieser Katastrophe, nach einem Krieg, nach einer Zerstörung.
Das ist jetzt in Putzt euch, tanzt, lacht, das Ende einer Beziehung und der Neuanfang danach. Diese Ausnahmesituation, die gibt es also fast immer. Stellt sich die Frage, ist das so eine Grundidee, die für Sie fast notwendig ist, um überhaupt schreiben zu können, sich eine Figur vorzustellen, die in so einer Ausnahmesituation ist und sich dann quasi hineinzuarbeiten in die Problemlösung, die daraus folgt? Ob es eine Grundidee ist, würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Aber das ist ein großes Interesse von mir. Und ich glaube, es war Neil Gaiman, der mal gesagt hat, man nimmt halt in einer Geschichte eine Situation, die auf einmal anders ist. Also ich kann mich nicht genau erinnern, wie er das gesagt hat, aber ungefähr so, stell dir vor, die Tür geht auf und ein Elefant kommt rein. Ja? Was tust du dann? Also komplett andere Situation und da entstehen die Geschichten. Und bei mir kommt sicher dieses große Interesse an Ausnahmesituationen, an Menschen in Ausnahmesituationen dazu. Die Probleme der Figuren, die dann in diese Ausnahmesituation münden, die kommen oft daher, dass es große Probleme mit der Kommunikation untereinander gibt. Diese Figuren, die sind dann oft wie isoliert voneinander, leben nebeneinander her, haben keine Möglichkeit, einander zu verstehen oder auch oft nur richtig anzusprechen. Und da kommt dann sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Zeitdiagnose auch hinein. Ist das etwas, was Sie wahrnehmen? Ist das etwas, was verstärkt vorkommt, diese zunehmende Isolierung in der Gesellschaft, die zunehmende Kommunikationslosigkeit von Menschen in unserer Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob sich die Kommunikation an sich so verändert hat, aber sie hat natürlich andere Züge angenommen jetzt. Ja, ich bin ja jetzt doch schon über 50 und in einem pseudokommunikativen Umfeld aufgewachsen. Im Prinzip, weil im Gasthaus war natürlich viel Kommunikation, aber in unserer familiären Situation war wenig Zeit dafür. Ja? Also ich habe viel gehört und viel gelauscht, aber eigentlich eher so als passiver Teil. Ja? Jetzt reden wir viel miteinander, weil jetzt die Zeit ist, aber früher war das nicht so. Vielleicht hat sich da mein Gespür geschärft. Und was ich jetzt beobachte, ist schon auch so eine Unlust, ich vermute das aber nur, eine Unlust zuzuhören, aber eine Lust zu reden. Zum Beispiel diese Sprachnachrichten. Da bin ich wieder in dieser Passivität drinnen. Das höre ich mir an, aber ich kann gar nicht unterbrechen, ich kann gar nicht eingreifen in das, was gesagt wird. Das finde ich sehr irritierend. Mir ist es lieber, direkt im Gespräch zu sein oder wenn es ein Chat ist, eine Chatform ist, einfach auch direkt im Tippen drinnen zu sein, also gleich zu antworten, wenn man gerade nicht reden mag. Aber ja, da tun sich jetzt gerade neue Entwicklungen auf, die muss ich mir auch noch genauer anschauen. Komme ich noch nicht so gut damit zurecht. Diese Lust am Gespräch, die merkt man den Büchern ja ganz extrem an. Und das ist, finde ich, sehr interessant, weil auf der einen Seite hat man diese Kommunikationslosigkeit, auf der anderen Seite hat man aber unglaublich stimmige, genaue Dialoge und Gespräche in ihren Büchern. Und da frage ich mich manchmal, ob da auch die Wirtstochter Karin Peschka eine Rolle spielt. Sie sind ja quasi in einer, Sie haben gesagt, pseudokommunikativen Umgebung, aber doch in einer Umgebung aufgewachsen, in der die Leute sich tendenziell kein Blatt vor den Mund nehmen. Zumindest das Klischee sagt, dass Leute an den Stammtischen, in den Wirtshäusern einfach extremer reden und offener sind, direkter sind. Ist davon etwas eingeflossen in die Dialoge, die Ihre Bücher ja ausmachen? In diese Richtung kann man schon spekulieren.
dass das was mit dem Wirtshaus zu tun hat, wobei es bei uns so war, dass wir keinen derben Stammtisch hatten. Das haben sowohl meine Großeltern als die Senior-Wirtsleute, als auch meine Eltern, die das ja dann übernommen haben, gar nicht zugelassen. Es gab immer so eine gewisse Grenze. Ja, aber es gab viele, viele Gespräche, ja, durchaus auch heftiger geführte, aber nie unter der Gürtellinie. In Putzt euch, tanzt, lacht ist der Antrieb der Protagonistin die Suche nach einem neuen, nach einem besseren Weg als der, den sie so lange hatte und der eben nicht wirklich funktioniert hat. Dieser neue Weg ist ja deswegen notwendig, weil Leute so ewig lang nicht auf ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche hören und ihre innere Bewegung quasi nicht nach außen dringen lassen. Wie passiert das? Wie geht so etwas verloren? Wie gehen diese Sehnsüchte, diese Richtungen der Leute verloren in den Büchern, aber auch sonst? Es ist bei Fannibold und bei Putzt euch, tanzt, lacht, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass da die Hauptfigur Fanny verzichtet aufgrund verschiedenster Umstände. Sie verzichtet darauf, dem nachzugehen, was sie sich als junge Frau, als junges Mädchen vorgestellt hat für ihr Leben. Die Beweggründe waren vielfältig, so sehe ich es. Auf der einen Seite war es ein Widerstand gegen die eigenen Eltern. Es war dann dieses Gefühl, Sicherheit geben zu müssen, auch vielleicht so eine gesellschaftliche Norm. Ja, gerade, ich möchte das gar nicht so sagen, dass das gerade nur in der Provinz so wäre, weil für mich gibt es keine Provinz. Ja. Ich glaube, dass diese Normen sich in der großen Stadt eher verdünnen ein bisschen, ja, weil man sich nicht so beobachtet wie in kleineren Strukturen. Aber trotzdem, sozusagen, das ist ein Ziel, du hast dein Haus, du hast deinen Garten, du hast deine Kinder, du hast alles im Griff, du sorgst dafür, ist ja auch wieder so ein weibliches Element. Ich weiß, dass es von männlicher Seite auch diese Zwänge gibt, ja, der Familienversorger zu sein, gibt es ja immer noch, der Familienbeschützer, Behüter. All diese Dinge sind gute Ersatzhalter für das, was man eigentlich möchte, bis es dann vielleicht eben zu einer Krise kommt oder die Kinder aus dem Haus sind. Und man merkt dann, ja, okay, und was jetzt? Was kommt jetzt? Ja, das, glaube ich, kann man gut beobachten, nicht nur in meinen Büchern. Die beiden letzten Bücher sind auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Die Autolyse Wien ist ein Buch, in dem diese Katastrophe zu einer Situation führt, die für sehr viele Leserinnen und Leser ausweglos gesehen wurde. Das war so ein Buch, wo Hoffnung drin steckt, aber ein bisschen versteckt. Jetzt ist die Ausgangslage natürlich eine ganz andere für Putzt euch, tanzt, lacht, obwohl ja die Grenzsituation, die Isolierung der Personen und so weiter durchaus vergleichbar sind in vielerlei Hinsicht. Was sich aber fundamental geändert hat, ist die Richtung. Dieses neue Buch ist ja eins, das voller Hoffnung und voller positiver Energie auch ist. War das eine Reaktion auf die Autolyse, dass dieses neue Buch jetzt diese doch sehr entgegengesetzte Richtung genommen hat? Zu einem kleinen Teil. Wahrscheinlich schon, ja. Ich sehe den Unterschied in den beiden Büchern darin, dass ich bei der Autolyse Wien, dass ich bei diesem Buch die Stadt ins Zentrum gestellt habe, also als Hauptfigur. Und der Stadt ist es doch komplett wurscht, ob da, oder sagen wir, der Gegend ist es doch komplett egal, ob da Leute drin leben oder nicht. Also ich sehe das auch gar nicht so negativ und habe es auch nicht mit einem pessimistischen Habitus geschrieben. Es ist einfach so.
bei Putzt euch, tanzt, lacht stehen Menschen im Mittelpunkt der Geschichte und da schaue ich drauf und die Natur, die Umgebung, die Gegend, die rückt in den Hintergrund wieder. Das macht dann schon natürlich eine andere Form der Empathie aus. Um die Frage ganz zu beantworten, möchte ich noch hinzufügen, dass es für mich selber gerade zu der Zeit wichtig war, aus persönlichen Gründen etwas zu schreiben, das auch Trost bietet. Ja. Also ich habe dieses Buch durchaus auch für mich selbst geschrieben. Es ist ein Buch, in dem sehr viele Personen eigentlich etwas suchen und die kommen dann zusammen, da gibt es ganz tolle Orte, da gibt es diese Almhütte im Pinzgau, wo die sich dann alle treffen und viele andere, auch Reisen, die da unternommen werden und dergleichen mehr. Jedenfalls diese innere Bewegung, die diese Personen nicht zugelassen haben, die kommt dann raus und die machen sich dann alle auf den Weg. Und auf diesem Weg finden sie neue Formen des Zusammenlebens, die auf eine ganz andere Art und wirklich funktionieren, zumindest scheint das so. Das sind dann Alters-WGs oder wie man das nennen will. Ist das so eine neue Art von Aussteigerroman, dieses Putzt euch, tanzt, lacht? Vielleicht ist es eher ein Einsteigerroman. Die steigen ja in eine neue Gegenwart ein, in ein neues Konzept des Lebens. Ich habe jetzt schon in zwei Besprechungen das Wort Utopie gelesen. Also positiv gemeint, hoffe ich zumindest. Und denke, warum sollte es eine Utopie sein? Es gibt so viele verschiedenste Formen des Zusammenlebens, ist auch das möglich. Und ja, Aussteigerroman aus der einen Situation in eine andere, Entwicklungsroman, Coming of Age, es geht auch. Der Übergang von Erwachsenen zu, also ins Alter hinein ist ja auch ein Übergang. Ja, muss man ja auch einmal schaffen und packen und sich damit auseinandersetzen. Verbunden ist dieser Übergang mit einem Weggehen von der Stadt. Und zwar für alle diese Figuren, für den Großteil davon. Dieses Weggehen von der Stadt ist etwas, was meiner Meinung nach ganz gut zusammenpasst mit einer Problematisierung von Städten in allen ihren Büchern. Die suchen dann Zuflucht am Land, diese Figuren, sie finden auch Zuflucht am Land, während in der Stadt doch eher diese Szenarien sind, wo dieses problematische Zusammenleben isoliert voneinander, obwohl auf engstem Raum stattfindet und zu finden ist. Ist das eine zufällige Wahrnehmung oder ist das etwas, was für Sie auch zutrifft? Dass man, wenn man Ruhe braucht, wenn man wirklich etwas Neues sehen will, weg muss von der Stadt, aufs Land muss? Nein, so würde ich es nicht sagen. Es ist hilfreich, ja, natürlich, sich an Orte zurückzuziehen, wo es nicht so dicht ist. Aber ich habe aus eigener Erfahrung auch erlebt, dass man in fremden Städten sehr gut allein sein kann. Also auch meine Aufenthalte, zum Beispiel letztes Jahr in Pristina, wo ich 4 Wochen war als Writer in Residence, oder ich war auch schon in Belgrad, in mir vollkommen neuen Umgebungen, wo ich dann ganz wenig Leute hatte, die ich kannte, die mir dann auch zum Teil gerade jetzt letztes Jahr eben im Kosovo sehr nahe gekommen sind, Neues kennenlernen, dass ich da auch viel intensiver mit mir beschäftigt war, mit mir auseinandergesetzt war oder mich mit mir auseinandersetzen musste. Da musste ich jetzt nicht aufs Land fahren. In ein anderes Land hat da zum Beispiel schon auch sehr geholfen, ja, aber es waren halt auch Städte. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass viele dieser Bücher ja sehr unterschiedlich daherkommen. Es gibt aber sehr starke Entwicklungslinien und sehr starke Verbindungslinien zwischen den Büchern. Zum Beispiel die Hauptfigur Fanny aus Fanny Polt, die jetzt in Putzt euch, tanzt, lacht wieder auftaucht.
dann diese Szenerie aus dem Watschenmann mit diesem Nachkriegs-Wien, das ja viel zu tun hat mit der Szenerie in Autolyse-Wien, natürlich auf eine andere Zeitebene gesetzt. Ist es so, dass Sie manchmal Geschichten, wenn Sie mal in einem Buch sind, sich durchlesen und sich denken, ich schreibe das jetzt noch mal weiter? Oder die Geschichte oder die Figur, die sind noch nicht ganz fertig, ich mache da jetzt noch einmal eine neue Art der Beschreibung oder ich schreibe ein neues Buch darüber? Würde ich jetzt ja sagen, würde das nach einer sehr intellektuellen Herangehensweise an Schreiben klingen. Mit dem schmücke ich mich jetzt nicht. Ich glaube, es ist so, dass das halt wirklich das Interesse ist. Also das Interesse an der Zerstörung und an dem Überleben in der Zerstörung. Das hat viel mit der Wahrnehmung zu tun, die ich halt mit mir herumtrage. Ich kenne viele Menschen, die aus Ländern kommen, die andere Situationen, andere Lebenssituationen haben. Ich kenne Leute, die in Syrien derzeit leben, unter Umständen, die uns wir nicht vorstellen mögen. Ich kenne das und versuche mich halt da hinein zu versetzen. Aber bei diesem Buch zum Beispiel jetzt, bei dem aktuellen, bei Putzt euch, hatte ich nicht von Anfang an geplant, dass das die Fanny ist, sondern sie ist mir dann beim Schreiben so bekannt vorgekommen, die Figur, dass ich mir dachte, oh, was mache ich? Ja. Und ich habe das schon einmal erzählt. Ich habe wirklich kurz überlegt, das Setting umzuschreiben, damit es eine andere Figur ist. Und mir dann aber gedacht, nein, ich gehe da in die Offensive. Ich probiere das aus und schreibe deren Geschichte um ein bisschen, ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben. Ich fand es dann sehr spannend. Anscheinend war sie für mich noch nicht auserzählt. Sonst wäre sie mir nicht noch einmal untergekommen beim Schreiben. In Putzt euch, tanzt, lacht gibt es einen ganz starken literarischen Einfluss oder Intertext, wenn man das so nennen möchte, was in den anderen Büchern eigentlich nicht so explizit vorkommt. Und zwar ist das die Lyrik von Arthur Rimbaud. Das fängt schon im Titel an, das ist ja schon ein Zitat aus einem Gedicht von Rimbaud. Und es gibt eine Figur im Buch, den Marek, der ja auch immer wieder Rimbaud zitiert. Das Buch, das da jetzt neben Putzt euch, tanzt, lacht liegt, ist eine Ausgabe von Rimbaud. Was hat es damit auf sich? Wie kommt Rimbaud zu Putzt euch, tanzt, lacht? Ich liebe dieses kleine orange Buch sehr. Eigentlich habe ich mir das gekauft vor ein paar Jahren, weil ich habe in der Handelsakademie Französisch gelernt, sogar maturiert. Und es ist natürlich, wenn man es nicht verwendet, nicht sehr viel hängen geblieben. Aber ich verstehe es noch ein bisschen. Und ich wollte vor ein paar Jahren auffrischen und dachte, ich mache das, indem ich deutsch-französische Übersetzungen lese, also direkt. Und dieses Buch ist eben französisch-deutsch, die Illumination. Und die Art und Weise, wie Rimbaud darin schreibt, hat mich so gefangen genommen, hat mich so begeistert, weil es eine Art Freiheit in sich trägt, die ich beim Schreiben selber suche. Das heißt, gibt es eigentlich Regeln? Ja? Muss ich einen Satz so und so schreiben, damit er stimmt, aber für wen? Ja? Also dieses Buch begeistert mich, die Sprache Rimbauds begeistert mich auf vielen verschiedenen Ebenen. Das heißt, es war schon ganz nah bei mir, gerade als ich begonnen hatte, auch diesen Roman zu schreiben. Und dann hatte ich auf einmal eben diesen Marek hier, der ja auch so ein schräger Vogel ist, der ja auch nicht nach den Normen funktioniert, den man nur so nehmen kann, wie er ist oder gar nicht. Und so empfinde ich auch die Werke von Rimbaud. Daher hat's reingepasst. Für die Protagonistin von Putzt euch, tanzt, lacht hat das Reisen ja eine ganz besondere Bedeutung.
Da ist es die innere Bewegung, die sie so lange nicht zulassen konnte, die einfach nicht heraus konnte, die sich da jetzt abbildet, auch in diesem Herumfahren, in diesem Fahren zu bestimmten Orten über ganz Europa verteilt oder auch in eine Almhütte im Pinzgau, wo auch immer hin. Das Reisen also als ein wichtiger Teil dieses Neuanfangs, den diese Protagonistin da unternimmt. Wie ist das bei Ihnen? Hat das Reisen so einen befreienden Charakter auch? Ist Reisen auch etwas, was damit zu tun hat, jetzt finde ich etwas Neues, jetzt lerne ich neue Menschen kennen, ich lasse das andere hinter mir, zumindest für eine gewisse Zeit? Ich glaube, dass ich ein sehr gegenwärtiger Mensch bin. Also ich lebe sehr im Moment. Ich lasse relativ schnell hinter mir, was gewesen ist und beschäftige mich nicht sehr mit dem, was kommt, jetzt, was im Kalender steht. Ja? Also wenn ich jetzt weiß, ich habe in ein paar Wochen diese und jene Sache, dann kommt die schon. Ja? Da brauche ich nichts dazu tun. Was ich gelernt habe beim Reisen jetzt, ist leichter zu reisen. Also mich leichter auf etwas einzulassen und auch, dass ich daran, an diesem Einlassen sehr, sehr viel Freude habe. Also hinzufahren an einen mir unbekannten Ort und dann einmal zu schauen, was ist da, ja, wie schaut das aus, wie fühlt sich das an, wie riecht eine Stadt, ja, oder wie fällt das Licht zu einer bestimmten Tageszeit. Das begeistert mich sehr. Wie sind die Menschen zueinander, wenn man in ein Geschäft geht? Ja, wie wird man begrüßt? Also lauter kleine Einzelheiten, lauter kleine Details, die sich dann zum großen Bild zusammenfügen. Ja, auf das freue ich mich dann am meisten, wenn ich reisen darf. Und habe halt gelernt, das geht genauso, wenn man einen kleinen Koffer mitnimmt und irgendwo hinfahrt und man braucht sich gar nicht groß darauf vorbereiten. Ich brauche halt Zeit, das ist das. Also ich kann nicht schnell wohin fahren und gleich wieder weg, da kriege ich gar nichts mit. Ich bin eine langsame Reisende, ich brauche einfach Zeit zum Ankommen dort, auch wenn ich schon angekommen bin. Und meistens ist es dann, wenn ich länger dort bin, so, dass es mir schwerfällt, mich zu verabschieden. Das ist mir schon mehrmals passiert. Sie waren im vergangenen Jahr mehrere Wochen im Kosovo, haben dort geschrieben, gearbeitet. Ist das noch eine Reise oder ist das schon so eine Art von Sehnsuchtsort mittlerweile, wo Sie hinkommen und sich nicht als die Touristin fühlen, sondern eigentlich eine andere Art von Ort, wo Sie hingehören, dort gefunden haben? Ja, unbedingt. Pristina war mir schnell. Ja, ich hätte sogar jetzt Heimat gesagt. Ja. So etwas in der Art. Was auch damit zu tun hat, dass ich dort in einen kleinen Freundeskreis eingebunden war, sehr schnell. Aber auch mich die Stadt völlig überrascht hat und die Menschen dort völlig. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und es war von dem, was ich nicht erwartet habe, noch einmal so ganz anders. Ich werde sicher wieder hinfahren und Zeit dort verbringen. Ja, nicht nur in Pristina. Ich glaube, der ganze Kosovo ist einfach etwas, was ich noch entdecken muss, mehr entdecken muss. Ist schon ein Sehnsuchtsort geworden, ja. Um das Reisen geht es ja auch in der allerersten Textstelle, die Sie jetzt lesen werden, soweit ich weiß. Aus dem Buch Putzt euch, tanzt, lacht, das ja erst in diesem Frühjahr jetzt beim Otto Müller Verlag erschienen ist. Ich möchte jetzt aus Putzt euch, tanzt, lacht den Teil eines Kapitels vorlesen, und zwar aus dem Flüsterkapitel. Das ist schon relativ gut über der Mitte. Die Fanny ist zu der Zeit schon in Wien. Es ist ja eine längere Reise, die sie macht, und viele Umwege, die sie geht, landet dann in Wien bei der Tippi. Das ist die Ärztin, die Hausärztin, die sie aufgenommen hat. Eine
auch schon alte Dame, die eigentlich schon in Pension sein sollte. Und da sitzen sie halt mitten in der Nacht in der Ordination, die an die Wohnung angeschlossen ist, auf dem Boden und reden. Es war eine unruhige Nacht. Die Fanny hatte eine Art Anfall davor. Und da muss man dann das verarbeiten. Flüsterkapitel. Oktober, November, Dezember, Jänner, Februar. Wir flüstern. Der Heizkörper brennt heiße Rillen in meinen Rücken. Vom Fenster her zieht es mir kalt in den Nacken, ein Ausgleich. Deine Fenster sind nicht dicht, flüstere ich. Ich weiß, kommt es leise zurück. Im Wartezimmer dürfe man nicht tricksen wie hinten, Denkmalschutz. Die Sanierung fassadenseitig sehr teuer. Zahle sich nicht mehr aus. Fast unhörbar das alles. Ich bewege mich ein wenig, schmelze dahin, der Boden knarrt leise. Man nehme eine Nähmaschine, hübschen Stoff und Füllmaterial und bastle dekorative Rollen gegen den Luftzug. Denke ich, erinnere mich an Irmgard, an Rainers Haushaltswahn, an das Verwinkelte und Heimelige, an das Unperfekte. Noch einmal zählt Tippi die Monate auf, spricht lauter, ich greife nach der Decke und will sie einwickeln, wie sie so sitzt mit ausgestreckten kurzen Beinen, die in dicken Socken stecken. Aber das Nachthemd ist ein dünnes und der Bademantel hängt im Badezimmer, weil Frau Doktor beschlossen hat, es wäre genug. Sie wäre genug krank gewesen. Wehrt sich nicht gegen das Einwickeln, also doch habe ich recht. Und du? Ich bin im Pulloverzelt geborgen, in den Heizkörperrillen gefangen, im Dunkel verloren. Zeichnen wieder die Scheinwerfer vorbeifahrender Autos Lichter an die Decke. Flüsterphilosophie. Sitzen zwei Damen unter einem Fenster auf dem blanken, leicht dreckigen Fußboden einer alten Wiener Ordination, frieren einerseits und schwitzen an anderen Seiten und wenden sich hierhin und dorthin. Draußen füllt sich die Stadt mit Schnee, erlaubt sich ein Glitzern und den Hauch von Unschuld, der flott verloren gehen wird mit dem aufkommenden Morgenverkehr. Aufstehen muss ich. Nicht unterm Fenster sitzen, sondern raussehen und überprüfen, wie es um den Schnee steht. Auf der Alm wird er meterhoch liegen nach so einer Nacht, sage ich zu Tippi, die mir die Hand hinhält und deutet, ich möge ihr helfen. Das geht nicht ohne Geknarre. Ob ich zurück will auf die Alm, sollen wir das besprechen? Oder sollen wir lieber, mir tut der Hintern weh vom Sitzen. Ich wollte eh den Polster geben. Nichts wird mehr besprochen. Die Konsequenz der Nacht ist Müdigkeit. Ein paar Stunden Schlaf vor Ordinationsbeginn. Das geplante Frühstück im Café am Stadtpark muss entfallen. Wir wünschen einander guten Morgen und gute Nacht und gehen zu Bett. Still wird's. Das sind die besten Momente, denke ich. Stehe wieder am Fenster, dieses ewige Fenster. Ich kann mich genauso gut auf seine Bank setzen, die Beine angezogen und zusehen, was sich auf der Straße abspielt. Es gehen vereinzelt die ersten Menschen zur Arbeit, haben Mäntel und Jacken an und Hauben auf und Fäustlinge an den Händen. Sicher drückt ihnen der Schlaf aufs Gemüt. Ist frisch und kalt da draußen, aber warte. Setz dich in die Straßenbahn oder in die U-Bahn, beides überhitzt. Er wird kommen und dich holen wollen, dir die Lieder beschweren und dann sinkt dein Kopf dorthin, wo er gern sein möchte, zurück ins geträumte Bett. Das sind die Fettflecken auf den Scheiben, wo gedöst wird, weil der Tag zu früh beginnt oder zu spät endet. Ein dicklicher Mann kommt aus dem Eingang gegenüber und schaut in den dunklen Himmel, wünscht sich eine Flocke auf die flach ausgestreckte Hand. Flockt nicht mehr, mein Lieber. Siehst meinem Vater ähnlich zu jener Zeit,
in der seine Frau mir, der ältesten Tochter, die eigenen Zügel übergeben hat. Möchte gerne philosophieren mit dem fremden Herrn, der dem Vater ähnelt, stelle mir vor, ihn zu bitten, dessen Platz einzunehmen für ein nie geführtes Gespräch. Der therapeutische Ansatz hat sich etabliert. Man muss nicht die Familie bemühen. Man kann sich vieles von der Seele reden und in Ordnung bringen, Distanzen korrigieren und Nähe erklären in Stellvertretung. Geh ins Bett. Tippi in der offenen Tür. In dem Moment, in dem ich mich zu ihr wende, pocht es hinter mir dumpf ans Glas. Zurück bleibt ein kleiner Patzen Schnee. Der Herr hat sich einen Spaß erlaubt, winkt nun uns beiden. Tippi muss nachsehen, wer das war, winkt zurück. Kennt den Schneeballwerfer, er ist über 80. Geht jeden Tag seine frühmorgendliche Runde durch die Stadt. Ein Fröhlicher. Und? In dir bewegt sich alles. Das hätte sie mir später sagen wollen, aber anscheinend würden wir beide nicht schlafen können, vor allem, weil ich nicht aufhöre, durch die Wohnung zu geistern. Wir sollten es machen wie er, anziehen und spazieren gehen. Die Bäckereien werden bald aussperren, dort gibt's Kaffee, wenn nicht, trinken wir ihn daheim. Folglich knirscht der dünne Firn unter unseren Schuhsohlen. Wir sind in die dicksten und wärmsten Sachen geschlüpft, lassen uns wecken von der eisklaren Luft, erleben die Stadt in einem anderen Zustand und ich beginne zu verstehen, was Tippi meint, wenn sie sagt, in dir bewegt sich alles und mir rät, dieser Bewegung nachzugeben. Das könnte helfen gegen die Unruhe, sie sei keine Psychologin, aber wie, frage ich. Naja, tanzen, einen Tanzkurs machen, eine Laufgruppe, einen Sport halt oder gehst spazieren wie der Nachbar, jeden Tag richtig lang. Sie schlägt vor und schlägt vor. Macht sich Sorgen, nicht um ihre Nachtruhe, sondern um mich. Hat viel nachgedacht, vermutet, dass es sich anstaut bei mir und bei Mangel an Bewegung. Aber welche Art von Bewegung bricht es, aber was, aus mir heraus? Dass ich quasi Schritt halten muss mit einem inneren Gewicht, glaubt sie, ob ich wüsste, was sie meint. Sie gestikuliert, fasst mich am Arm, sucht nach Worten. Wie nennt man das, wenn zum Beispiel eine Flüssigkeit in einem Tanklastwagen heftig hin und her schwappt und das Fahrzeug dann die Richtung nicht halten kann? Wie heißt das verflixt? Dafür gibt es einen Begriff. Eine Straßenbahn leuchtet vorbei, halb leer, Köpfe ans Fenster gelehnt. Tippi fährt fort in ihrer Aufzählung von Möglichkeiten. In einer Bäckerei schlichtet der Verkäufer Brot in die Regale. Wir müssen warten, bis die Kaffeemaschine angeworfen, hochgefahren, durchgespült ist. Das macht uns nichts aus, wir warten gern. Du könntest dich um Hunde aus dem Tierheim kümmern, ehrenamtlich. Du könntest einem Ruderclub beitreten, im Winter trainieren die in der Halle, ich weiß das, aber im Sommer an der alten Donau, da ist es wunderschön, du könntest. Das passiert in dem Moment. Die 16-Jährige, die ich einmal war, zwickt mich, die bald 60-Jährige, versteht auf Strich und Punkt genau, was die Frau meint, die in ihrem großen Braunen rührt und redet, weil sie so müde ist und sonst einschlafen wird. Die 16-Jährige, die sich bis heute 6-mal komplett erneuert hat, denn alle 7 Jahre, Tippi, erneuern sich die Zellen, erneuert sich somit der Mensch, schieben sich die Wünsche nach hinten dabei, schwächen sie sich ab. Der Körper, nicht der Mensch, sagt Tippi, ich überhör's, jetzt red ich. Dieses Mädchen auf der Fensterbank im Rieder Elternhaus, hinter sich an der Wand ein großes Bild, Dekoration, junge Frau auf Blumenwiese. Und hinter dem Bild verborgen die kleine Revolution, mit Kugelschreiber an die Wand gemalt, winzige Symbole, Namen, Zeichnungen, Textzeilen von Songs, die das Sehnen verstärkten. Reisen wollte dieses nicht mehr Kind. Reisen könnte ich, einfach so. Mit wenig Gepäck und keinem Plan, mit Zug und Bus, langsam, langsam, ein Notizbuch dabei und einen Rucksack. Mehr nicht. Der Bewegung folgen, Tippi. Endlich, oder? Wozu sonst das alles?
Fanny folgt dann dieser Unruhe. Sie nimmt den Rat ernst, ja, vom Tipi, und auf einmal fällt es ihr auch leicht, viel leichter. Das ist schon eine Art Befreiung. Auf ihren Reisen kommt sie an die unterschiedlichsten Orte und einmal auch in die Vogesen. Sie hat in der Zwischenzeit auch jemanden kennengelernt, einige Leute, unter anderem Felten. Der spielt dann auch eine gewisse Rolle, aber diese Stelle, die ich jetzt vorlese, ist einfach ein Brief, den sie an ihn schreibt, aus den Vogesen, wo sie auf einem Campingplatz quasi angeheuert hat, weil ihr das Geld ausgegangen ist und dort sich um die Sanitäranlagen kümmert. Brief 3. Lieber Felten, da schaust, ein Brief aus den Vogesen, aus dem Wasgau, dem Mischwald zweier Sprachen und vieler Dialekte. Tatsächlich sprechen hier einige Deutsch. Gott sei Dank, sollte ich wohl schreiben. Ich wollte dir etwas schicken und lass es lieber bleiben. Nicht, weil wir vereinbart hatten, uns bis zum Herbst in Ruhe zu lassen. Warum eigentlich? War das meine Idee oder deine? Jedenfalls sagten wir, keine Mails, keine Telefonate. Wenn, dann nur im Notfall. Von keinem Brief war nie die Rede. Das Ding, das ich dir nicht schicken werde, liegt neben mir auf dem Tisch. Ich sitze in der letzten Abendsonne einsam neben meinem Chalet. Hier habe ich mir mein Büro unter einer Tanne. Das Tischchen und der Klappsessel sind jeden Morgen voll mit Tannenzapfen, Schuppen, Nadeln und Pfotenabdrücken. Ich bin sicher, du würdest dich hier sehr wohlfühlen. Es ist ein Fuchszahn. Ich behalte ihn lieber bei mir. Bringt es nicht Unglück, Geschenke zu verschenken? Das ist die Geschichte dazu. Heute bin ich bei meinem Rundgang, die Fallen kontrollieren, die Biberhäuten den Flusslauf regulieren, die Vorräte vor den Bären sichern, durch die örtlichen Sanitäranlagen und Miststationen einem seltsamen Vogel begegnet. So ein kleiner, schräger Mann hat irgendwie verwachsen ausgesehen. Stell dir vor, du gehst durch einen tiefen Wald, das Kloputzzeug in der Hand und begegnest einem Waldschrat. Allerdings einem ohne Bart und mit guten Manieren. Er hat mich auf Deutsch nach dem Weg zur Bushaltestelle gefragt und ich habe ihm den Weg zur Campingplatzdirektion beschrieben. Es gibt einen Shuttle zum nächsten Bahnhof, aber ich weiß nie, wann der fährt. Als Dankeschön hat mir der fremde Mann den Fuchszahn geschenkt. Er hat graue Haare, aber ein junges Gesicht. Der Mann, nicht der Zahn. Auf meine Frage, wo er ihn gefunden hat, meinte er, so etwas findet man nicht, so etwas muss aus dem Fuchsschädel gelöst werden. Und dann hat er mir beschrieben, wie das geht. Man nennt es Mazerieren. Dazu lässt man den Schädel verfaulen in einem Plastiksack. Nach einer Zeit lösen sich die Zähne von alleine und können gezogen werden. Er weiß das, denn er ist einer der bekanntesten Tierpräparatoren Österreichs und der Ostschweiz. Aha, danke, Wiedersehen. Ich glaube, der Mann ist nicht ganz dicht, aber interessant. Man muss sich anstrengen, ihn zu verstehen, denn manchmal nuschelt er heftig. Und dann spricht er wieder ganz deutlich. Eigenartiger Karl. Kerl, meine ich nicht Karl. Kennst du einen eigenartigen Karl? Mein Funkgerät, ich muss aufhören. Ich schreibe und schreibe, während die Behörde antanzt oder etwas anderes passiert. Kontrollen sind angekündigt wegen illegaler Beschäftigung, jedenfalls schnell zum Ausgang. Werde dort auf Kommando mit unschuldiger Miene erwartet, wenn du verstehst, was ich meine. Es grüßt dich, The Lone Ranger. PS, bald geht's vom Wasgau in den Pinzgau. Ich hoffe, du kommst tatsächlich. Kommst du? Ich möchte jetzt das Kapitel vorlesen, in dem Marek auftaucht. Er kommt zwar vorher schon im Buch vor, aber da wird die Szene beschrieben, wie er tatsächlich dann Teil von Fannys Leben wird, wie das beginnt. Das spielt immer noch in den Vogesen. Hier kommt auch das Ehepaar ohne Zweifel vor. Das ist ein Paar, ein Professorenpaar aus Linz, auch schon pensioniert, die dort ihren
Urlaub machen und die sich mit Fanny angefreundet haben und die nicht wirklich ohne Zweifel heißen. Er sagt halt der Julius und Elke, Julius sagt halt immer ohne Zweifel. Sein Spitzname. Fuchszahn, Vogel, Eichhörnchen. Venez rapidement. Das Funkgerät stottert und ich laufe. Au bureau, rapidement. Keine Zeit für unser übliches Kauderwelsch, zusammengebröckelt aus Deutsch, Englisch und Französisch. Im Büro mein illegaler Chef und keine Behörde, die sich darum kümmert. Dafür über allem heftige Wolkenberge. Nicht zu sehen waren sie im Wald, zu spüren wären sie gewesen, hätte ich darauf geachtet, auf die für den Frühherbst ungewöhnliche Schwüle. Es donnert, sage ich, und lasse mich von der Aufregung anstecken, ohne ihren Grund zu verstehen. Auf einem Stuhl ein großer Rucksack geöffnet, ich erkenne ihn an der Farbe Orange als jenen des seltsam schiefen Mannes. Es wird meine Aufgabe sein, ihn zu finden vor dem Unwetter. Er war hier, er ist weg, er ist irgendwer, aber offensichtlich nicht geschäftsfähig. L'idiot a disparu, schreit mein in diesem Augenblick schon nicht mehr Chef, denn ich kündige innerlich auf der Stelle. Ce n'est pas un idiot, sage ich, den Fuchszahn in der Tasche, die ersten Tropfen hämmern auf das Blechdach des Bürocontainers. Wie lieblos das alles hier ist, denke ich, wie ungnädig ich bin, wird mir erst später auffallen. Dann werde ich mehr wissen über diese Situation, die den einen in den Wald laufen lässt und den anderen zurück über ein Missverständnis. So ist es gewesen. Mein Noch-Chef, nennen wir ihn Pierre, fand es eigenartig, dass ein Mensch, der offensichtlich nicht alleine unterwegs sein sollte, alleine unterwegs war, stellte daher Fragen, wo denn die Begleitperson wäre, ob er sie verloren hätte oder sich verirrt. Mühsam war das, denn Pierre spricht schnell, auch im Kauderwelsch, ist nicht fähig, sich zu verlangsamen, setzt auf Wiederholung statt auf Entschleunigung des Sprechtempos. Wusste auch von den Wolkenbergen, hatte die Schwüle gedeutet und die Gelsen, die lästiger waren als sonst und die von vorzeitig abgebrochenen Ausflügen zurückkehrenden Camper. Dass er das alles hinschmeißen wird, höre ich aus seinem Geschimpfe heraus, aus seiner Hilflosigkeit. Dass er das nur macht, weil sich seine Frau ein alternatives Leben wünscht, dass er keine Lust hat, im Wald nach dem, er fischt nach einem Wort, nach dieser Person handicapée zu suchen. Womöglich muss er die Behörde verständigen, die Bergwacht, die Polizei, wen auch immer, merde alors. Auf einmal war der Vogel weg gewesen, während Pierre die Kollision ein- und ausfahrender Karawan verhindern musste. Nur mehr der Rucksack hier, er steht offen, aber ein Hinweis hat sich darin nicht gefunden. Kein Name, keine Telefonnummer, kein Zettel. Guten Tag, falls XY Hilfe braucht, rufen Sie bitte an. Nichts dergleichen. Los, es trommelt nicht mehr. Die dicken Tropfen waren ein Vorgeschmack auf das, was geschieht, wenn das Gewitter tatsächlich beginnen wird. Senkt sich die Schwüle noch einmal herab? Die ohne Zweifels wollten morgen die Heimreise antreten und hatten überlegt, ob nicht doch heute, weil das Wetter. Die Sachen verstaut, aber man wartete, geplant war, am Abend zum Abschied gemeinsam Rotwein zu trinken und ein Eichhörnchen zu grillen, das ich mit meiner Schrotflinte geschossen haben sollte bis dahin und gehäutet und ausgenommen und auf einen Stecken gesteckt. Julius hat Pilze gesammelt, daraus Gulasch gekocht und Knödel gemacht. Sie haben mir angeboten, mich nach Salzburg mitzunehmen, über Basel und Liechtenstein. Sie würden mich sogar bis in den Pinzgau bringen, die Hütte bestaunen, ernst bewundern oder ist es umgekehrt? Den Bauern wollen Sie kennenlernen, der sich durchgesetzt hat mit seiner Lebensplanung. Und hast du nicht gesagt, dieser Felten käme auch dorthin? Wolltet ihr euch nicht treffen, Elke, neugierig? Ja, wollten wir, werden wir, aber vorher ist dieser Kerl zu finden, dieser Waldschrat, aus dessen Rucksack ich eine Regenjacke ziehe und aus dem Container laufe, ziellos. Ich finde ihn, rufe ich Pierre zu, als ob ich das wüsste. Er brauche keinen Alarm zu schlagen, ich werde mich melden, sobald.
schwenke das Funkgerät über dem Kopf und eile Richtung Wald. Alles ist hier Wald. Diese Geschichte lässt sich in Varianten berichten. Elke hat eine, ich habe die meine, Pierre wird die seine haben. Und Marek wiederum erzählt sie in immer neuen Versionen. Die meine ist diese. Im Laufen drehe ich mich um und schaue zurück auf den Bürocontainer, auf dieses Stück Blech, seitlich den Schranken zum Parkplatz vorgelagert. Hinter den Schranken, aus dieser Perspektive, die graue Straße, auf der bereits die Blätter wirbeln. Ein Stück weiter unten, gleich nach der nächsten Kurve, liegt die Haltestelle für das Shuttle. Den Shuttle? Für die Navette zum Bahnhof. Tausendmal habe ich Touristen den Weg beschrieben, nur diesem einen nicht, bei dem es auch mir, Frau, sei ehrlich, ungewöhnlich erschien, dass er allein reist. So jemand nämlich, den ich aus diesem Grund zu Pierre schickte. Hab du ein Auge drauf. Stell du die Ordnung her, Monsieur le Directeur. Ich schwenke nach links, stoße mit Elke zusammen, die wiederum nach mir gesucht hat. Wir taumeln, ohne zu fallen. Fanny, schreit sie, denn nicht nur die Blätter kreisen, die Bäume biegen sich heftig und es will donnern, ich spür's. Hast du Julius gesehen? Was? Julius? Wo? Ich weiß nicht. Komm. Manchmal hat man Glück. Lassen sich keine Münzen werfen von wegen, geht's nach links oder rechts? Lässt sich nichts erklären von wegen Schicksal oder Zufall? Läuft einfach die eine Frau der anderen hinterher und die erste, eine Spur jünger, ist ein bisschen schneller und die zweite, einen Hauch älter ist sie, ein wenig langsamer und kommt aus diesem Grund später bei der Navette-Station an, dem Wartehäuschen, in dessen spärlichem Schutz Julius sitzt, den Arm fest um die Schulter des Vogels, des Waldschrats, des gesuchten schiefen Mannes gelegt. Der zittert, wimmert und weint. Ein Anblick, der mich mit Mitleid überschwemmt, natürlich, weil die knarrende Wohnung in Wien samt Drachenbaum und Gardeoffizier. Er hat Angst, sagt Julius, das rotzige Gesicht des viel kleineren in seine Halsbeuge gebettet. Er streichelt ihm mit der freien Hand über das fedrige Haar. Witt, wimmert es aus dem Trostlosen. Witt, Bliss, Aume. Stehe ich sofort, Gewitter, Blitz und Bäume. Ich setze mich daneben, das Wartehäuschen ist gerade so groß, dass wir zu viert hineinpassen. Elke muss stehen allerdings. Hier ist ihre Jacke, sage ich. Er nimmt sie nicht, aber gemeinsam können wir ihn dazu bringen, sie anzuziehen. Es donnert, schon liegt der Mann wieder in Julius' Armen. Haben Sie Angst, dass der Blitz in einen der Bäume einschlägt, frage ich, eine Hand sacht auf dem Knie des Weinenden. Er heißt Marek, sagt Julius und muss lauter reden, denn nun donnert es gehörig nah, wir alle zucken zusammen. Marek aber schreit auf und greift nach meiner Hand, drückt sie sehr, sehr fest und hört auf zu atmen. So wirkt es. Hält er die Luft an, fragt Elke und wischt sich eine silbrige Folie von der Wange, die weggeworfene Verpackung einer Süßigkeit, eines Bonbons. Der Wind hat sie hereingeweht. Nein, aber Marek atmet zu flach und hier ist nichts, was helfen würde. Tief, sagt Elke, tief. Sie hockt nun vor ihm, die Hand auf seine Brust gelegt, atmet betont und langsam ein und aus, rechts Julius, links ich. Wir atmen mit, bis es wirkt, bis sich das Gewitter zu entladen beginnt und feststeht. Es wird uns hier nur streifen. Das wahre Geschehen findet woanders statt. Sitzen wir und atmen ein und aus im Dreigesang, bis ein vierter, Marek, der in der Mitte Geborgene, einstimmt. Dennoch der Donner und die unverkennbar große Angst. Lenk ihn ab, will Julius. Von wem will er das? Von mir, von Elke? Lenkt ihn ab, korrigiert er sich. Wie, fragen wir. Erzählt ihm etwas. Nun ist es so, dass weder ich noch Elke gut waren im spontanen Erfinden von Geschichten, zum Beispiel für die Kinder, als sie noch klein waren. Wir wissen das voneinander, haben darüber gescherzt am Campingtisch, jeder von uns in ein ordentliches Buch vertieft. Ohne die Bibliothek mit den Kinderbüchern wäre ich verloren gewesen, meinte Elke.
ihre Fantasie sei im Musikalischen daheim, die Bilder, die sie darin sehe, selten tauglich für Strafunmündige. Derart waren unsere Gespräche. Ich selbst hatte meinem Sohn und meiner Tochter ungern vorgelesen. Wahrscheinlich sollte ich mir eingestehen, in gewissen Aspekten den geltenden Regeln der Mutterschaft kaum entsprochen zu haben. Fanny? Wer weiß, hätte ich mich öfter überwinden können, wäre die Bindung Fanny? Zwischen Ines und mir, zwischen Friedel und mir tiefer gewesen, wäre deren Urvertrauen Fanny. In die Welt an sich fester gewesen, andererseits hat auch Bernhard nicht Anni? Das ist ungewohnt. Das ist Marek, der kein Kind ist, der meine Hand, die er immer noch drückt, schüttelt, damit ich zurückkomme, statt weiter in mir selbst zu versinken. Alles gut, sage ich, bemerke den Blick auf den Boden gerichtet, dass aus Elkes Jackentasche ein kleines oranges Büchlein gefallen ist. Es liegt im Dreck zu ihren Füßen. Man muss es aufheben und abwischen, das mache ich, das tue ich. Sie nimmt es und Marek gleich, bitte, Esen. Bald werden wir so vertraut sein, dass wir wissen, sein Nuscheln, seine verkürzte Sprache ist Teil von ihm, kommt und geht und kommt besonders oft mit innerer Bewegung. Elke, immer noch hockend, blättert in ihrem vielgeliebten Rambo. Sie hat ihn immer bei sich, bei jeder Reise, daheim, wie sie sagt. In jedem Zimmer ein Buch, eine Übersetzung, ein Original, einen Fund aus einem Antiquariat. Und nun eben die Farbstiche, die Illumination in Französisch und Deutsch, gespickt mit Post-its und Anmerkungen. Wir sind damit zwischen den Bäumen gewandert. Elke hat die Zeilen auf Französisch gelesen und mich raten lassen, was es heißt. Schlägt das Buch auf, liest aus Gewohnheit eine beliebige Stelle, erwischt diese. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Oh, sagt Marek und richtet sich auf, lässt meine Hand los dabei. Ich weiß den Namen der Blume, sie heißt Elvira Königin, sie hat mir den Pfleg, ich schlage vor, den Weg. Sie hat mir den Weg verraten und erzählt uns von Steinen, die glänzen und Füchsen, die ihre Zähne verlieren und spricht und redet und vergisst auf das Gewitter, das nun doch ein wenig näher an uns herangerückt ist. So wird es in Zukunft immer sein. Marek versteht Französisch und Rimbaud und beides beruhigt ihn anscheinend sehr. Vielen Dank für das Gespräch und die Lesung. Ich danke für die Einladung. Merci.